Hallo, hier ist Ed und wir haben hier ein Digitalspeedometer. Ja. Sag mal, ein Digitalspeedometer. Ein Digitalspeedometer. Das haben wir im letzten Video aufgebaut. Was wollen wir jetzt damit machen? Die Autos testen. Und was wollen wir bei den ganzen Autos testen? Wer der schnellste und wer der lahmste ist. Wer der schnellste ist? Ja. Also das schnellste Auto von allen. Ja. Von allen Matchbox und Hot Wheels und Sico Autos? Ja. Und wer von allen Autos die lahmste Schnecke ist? Mhm. Okay. Ja. Tip Tap Tube. Das ist Max. Und das ist Ash. Tip Tap Tube. Das Messgerät ist eingeschaltet. Yes. Und dann mal los. 472, was? Kilometer pro Stunde? Mm-mm. Warte. Der hat also 472 Kilometer pro Stunde geschafft. Oder Miles per Hour. Ich denke mal, das werden eher Miles per Hour sein. Aber wir sagen jetzt zwar der Einfachheit halber Kilometer pro Stunde. 472 ist nun auch echt ganz schön schnell. Yeah. Nehmen wir mal den nächsten. Der hier. Und los. Drei. Los. Ich würde sagen, der ist glatt rüber geflogen. Das wiederholen wir jetzt nochmal. Und los. Okay, ich glaube, der will gar nicht. Jetzt Nein. Der dritte Versuch. Wenn er das nicht schafft, ist er disqualifiziert. 471. Dieser Flitzer hat 471 geschafft. Jetzt kommt der nächste. 455. Was für eine lahme Schnecke. Der rote von Hot Wheels. Und 453. Dann fahr los. 432. Die werden ja immer langsamer. 467. Wow. Der wird ja mal wieder ein bisschen schneller. 466. 427. Das schlechteste Ergebnis heute. 445. Pass mal auf, Ed. Wir haben jetzt hier noch eine ganze Menge Autos vor uns. Ja. Jede Menge. Und die liegen ja alle irgendwo bei 427 bis 472. Wir werden jetzt einfach mal alle durchtesten und suchen mal den langsamsten raus und den schnellsten. So, alle Hot Wheels Autos sind durchgetestet. Das war der langsamste. Genau, das hier, das ist der langsamste mit 427. Und das ist der schnellste. Mit 472. Und jetzt? Kommen die Matchbox Autos dran. Genau, das sind Papas Autos von früher. Die gibt es nämlich immer noch. Mal sehen, ob die irgendwie schneller fahren. Ja. 463. 463 hat er geschafft. Und der nächste. 442. Der hat 442 geschafft. Und jetzt kommt der nächste dran. Das Gold. 441. Hier kommt jetzt ein ganz spezieller Wagen. Nämlich ein Bus. Da sind wir schon mal gespannt, wie schnell der sein wird. Das ist ein Doppelbus. Ein Doppeldecker. Das kann ich haben. Komm, starte den mal. Schieß ihn los. 459. Also. Und der nächste. Der hier. Das ist ein 473. Und der nächste ist dran. 457. Ein normales Auto. Ja, nochmal. 456 für den Van hier. 470 für diese Rakete. Und jetzt kommt der. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass der früher immer sehr schnell gefahren ist. Ja. Der ist auch schon ganz schön mitgenommen. Der Motorblock fehlt. Und los. Ich passe hier gar nicht rein. Ehrlich nicht? Nee. Zu breit? Ja.
Okay, disqualifiziert. Also, der Breitreifen sind hier nicht. Das hat der doch rein. Ja, aber da ist ein bisschen der Klemm. Nochmal. Oh, hier steht der. 540, ist nicht normal. Der hat 540 geschafft. Und der nächste. 266. Wiederholung. Hatte noch nicht. Ich hab noch nicht das Null hier. Okay, das zweite Mal hat das auch nicht funktioniert. Gut, also der kann nicht. Wir testen jetzt mal die anderen auch alle durch. Und dann gucken wir, wer von den Matchbox-Autos am schnellsten ist. So, das sind die Matchbox-Autos gewesen. Das ist der langsamste. Genau, dieser hier. Ausgerechnet der Notarztwagen ist der langsamste. Und der schnellste. Dieser hier war der schnellste mit 473. Und der schnellste von Hot Wheels hatte 472. Bisher also ungefähr gleich schnell, ne? Jetzt kommt eine Reihe Siko-Autos dran. Das sind diese hier. Und los geht's. Ach, hier ist auch ein Panther mit dabei. Da bin ich ja schon mal gespannt, wie schnell der fährt. Komm, lass uns starten. Jetzt kommt der. 526. Also das war bisher der schnellste mit 526. Das reicht, das ist krass. 375. Und der nächste. Das ist nur normal, das war das. Das ist ja einmal gegen die Messstation gefahren. 579. Das ist bisher der schnellste gewesen. 579 für den Clown hier. Und los. 521 für die Polizei. Oh. Der fährt ja gar nicht. Der poltert er dadurch, ne? 383 für das Safety Car. Der ist ja auch mehr dadurch gepoltert als gefahren. Und dann schießen wir nochmal los. Gegen die Messstation gefahren und noch einmal. Einmal der letzte Versuch. Okay, der will einfach nicht. Jetzt kommt hier ein ganz spezieller. Ein Panzer. Dann gucken wir mal, wie schnell die Panzer sein können. Die können fliegen. Nochmal. Oh, der ist schon gegen die Kamera geflogen. Ja. Dritter Versuch. Ich gehe mal ein Stück zurück. Okay, also... Der Panzer ist halt nicht dafür da, schnell zu fahren. Den lassen wir mal außen vor. Schreib dir auch einfach in die Null hin. Ja. Panzer. Okay, und der nächste? Der 1. Tata, der Krankenwagen. Ein Krankenwagen kommt jetzt. Und los. 503, so gerade eben. Schrittlaster, da bin ich wirklich. 438. Gar nicht schlecht für einen Laster, oder? Der schnellste von den Sikos war mit 521, 579. Der schnellste von Hot Wheels war 472 und von Matchbox 473 und von Siko 579. Wow, so, weiter geht's. So, welche Autos kommen als nächstes dran? Die Wellis. Wellis. Da haben wir nicht so viele von, nur einen gelben, einen schwarzen und einen roten. 486, 456, die beiden sind also nicht langsamer oder schneller als die anderen. Dann kommen wir mal zu den nächsten. Können wir den mit Aufziehmotor machen? Okay, mit Aufziehmotor, los geht's. 169, und Jeep, dann schießt den mal los. 554, der war eigentlich ganz schön schnell dafür, dass das so ein Kastenauto ist. Und die sind aber auch beide mehr so durchgepoltert durch die Messanlage. Mhm. 469, hatte der hier, ist auch nicht besonders schnell. Der passt nicht durch. Lightning McQueen passt leider nicht ins Startkatapult. Schade, Lightning. Dann passt der andere wahrscheinlich auch nicht da rein, ne? Nee. Dann haben wir jetzt nur noch das Fatmobil. Ja, das passt rein. Das Fatmobil passt, ne?
Dann gucken wir mal, wie schnell der Man ist. 496. 496 ist eigentlich schon ganz gut, aber 579 war das schnellste. So, mit welchen geht es jetzt weiter? Mit denen. Das sind alles welche, wo Malaysia oder Thailand draufsteht. Mhm. Mal sehen, ob wir da einen dabei haben, der über 579 ist. 494. 563, ja, war gut. Und jetzt kommt der nächste. 444 und der nächste 443, der nächste Renner. Der poltert durch die Messanlage mit 560. Okay. Und 488. Der ist cool. Mal sehen, wie schnell der ist. 543. Der kann gar nicht fahren. Der ist so breit. Der sieht ja auch extrem cool aus. Ne? Mhm. 472. Ein Cabrio. 471 fährt der Wagen. Der ist ja schon ziemlich ramponiert hier. Mhm. War ein Feuerwehrauto, das war auch schon stark im Einsatz. Ja. 455. Ein Blitzer. 470, die Porsche. Der passt ja nicht rein. Das ist das letzte für heute. 452. Ja, damit steht unser Sieger fest, ne? Ja. Jetzt kommen wir zur Siegerehrung. Auf Platz 3 ist eine von Hot Wheels. Platz 2 ist eine von Matchbox. Platz 1 ist eine von Sico. Sico ist also am schnellsten gewesen. Zweitschnellster war Matchbox und drittschnellster Hot Wheels. Und wer war nun die langsamste Schnecke von allen? Ja, die hier. 427 hatte einen Renner von Hot Wheels. Jetzt testen wir, wie versprochen, noch die neuen 5 Hot Wheels Autos. Okay, da stehen sie. Mit welchen geht's los? Mit denen. Welcher ist das? Der schwarze hier. Hey, ist ja schon aus. 451. Welcher kommt als nächstes dran? Ja. Der rote. Los geht's. 467. Ist der. Jetzt kommt der grüne, der vorhin nicht so gut losgefahren ist. Und los. Und der kannst du mir noch nicht. Mann, versuch das nochmal. Warte mal, wenn der so nicht fährt, lass ihn rückwärts fahren. Dreh den mal um. Mal sehen, ob der wenigstens hier ist. So geht's. 466 im Rückwärtsgang. Mhm. Ich würde sagen, das ist mal echt eine coole Leistung, ja. Ne? Welcher kommt als nächster dran? Der. Der blaue hier, der sieht ja cool aus mit diesen heißen Stoßstangen vorne. Okay, warte. Und los. 447 und jetzt kommt der gelbe dran. Gucken wir mal, wie schnell der ist. 445. Also am Gesamtergebnis hat das nichts geändert, ne? Der hier bleibt auf Platz 1 von Sico und Matchbox auf Platz 2 und Hot Wheels auf Platz 3. So, unser Hot Wheels Video ist jetzt beendet. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt uns Kommentare. Wer möchte, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Google+. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. TipTapTube. Das ist Max. Das ist Ash. Hey, TipTapTube.